Eine Heroinabhängigkeit kann relativ schnell entstehen, je nachdem, wie man die Substanz zu sich nimmt, wenn man das in die Vene spritzt oder raucht, dann flutet das Heroin sehr schnell an, man hat einen sehr starken Rausch. Und wenn man dann sozusagen Entzugserscheinungen kriegt nach ein paar Mal des Konsums und dann das Gefühl hat, man kann ohne Substanz nicht mehr leben, dann ist man eigentlich im Bereich der Abhängigkeitserkrankung, wo es sinnvoll ist, sich Hilfe zu suchen. Die Abhängigkeit kann wie alle anderen Abhängigkeitserkrankungen auch gut behandelt werden, entweder durch eine Substitutionsbehandlung, dass man dauerhaft ein Opiat verschrieben bekommt, oder aber man versucht im Rahmen der stationären Behandlung die Substanz wieder abzusetzen.